Hi und herzlich willkommen zum zweiten Bundesliga-Spieltag gegen Ingolstadt auswärts, den Aufsteiger der aktuellen Saison. Und ich bin gespannt, wie wir gegen so eine Mannschaft spielen werden. Nachdem wir 2-0 gewonnen haben gegen Gladbach, bin ich gespannt, wie jetzt sich eben so ein wirklich starker Underdog machen wird. Von daher können wir als Haushofer-Favorit natürlich uns keinen Punkteverlust erlauben. Spielen heute hier in Schwarz und mit ein bisschen anderen Leuten auf dem Platz, ein bisschen umgestellt. Mkhitaryan wieder in der Mitte und Reus jetzt auch in der Mitte statt Kagawa. Dafür spielt auf der linken Seite Januzaj, glaube ich. Ja, Adnan Januzaj, den haben wir hier auf dem Platz. Marco Reus jetzt eben etwas zentraler zusammen mit Mkhitaryan. Also sehr offensiv ausgerichtet. Das muss man aber auch sein. Gegen eine Mannschaft wie Ingolstadt, die sich natürlich hinten einbunkern wird und auf Konter lauert. Sokratis auch wieder da. Dafür kein Marquinhos heute von Anfang an auf dem Platz. Und Weidenfeller haben wir im Tor. Weil ich mir dachte, es wird eh nicht viel aufs Tor kommen. Und Weidenfeller ist eh ein guter Torwart. Da kann man auf jeden Fall mal das machen. Und hier die erste Chance von Mkhitaryan Özkan, der österreichische Nationaltorhüter, mit einer guten Parade auf jeden Fall. Januzaj, nächste Parade von Özkan. Der Ball kommt direkt wieder nach vorne. Hoffmann heute auf der rechten Seite. Hoffmann! Jonas Hoffmann probiert sich wieder an Özkan, aber der mit der dritten Parade in diesem Spiel. Jonas Hoffmann. Mkhitaryan jetzt mal. Jetzt haben sie da die Seiten so ein bisschen getauscht. Mkhitaryan zieht aber direkt wieder in die Mitte und Hoffmann kommt nicht durch. Ginter, Kanitschaka, Reus. Jetzt wird natürlich die Lücke gesucht. Die wird auch gefunden. Aber Durm, was macht denn der Durm da vorne? Er trifft das Tor leider nicht. Aubameyang. Oh, wird hier gut zweimal von Sutton abgegrätscht. Der Ball bleibt in der Hälfte der Ingolstädter. Ginter, starker Einsatz. Wieder guter Einsatz, aber leider ein bisschen unglücklich. Xhaka. Mkhitaryan macht das hier wunderschön. Und der Özkan im Nachfassen. Kurz vor Aubameyang, der einschussbereit da gewesen wäre. Und der natürlich auch gerne das Tor gemacht hätte. Wieder Özkan. Und Hoffmann läuft da mit dem Ball ins Aus. Sehr, sehr unglücklich. Halbe Stunde rum. Und Ingolstadt schon mit 5 Paraden, während Weidenfeller den Ball nur aus 40 Meter Entfernung gesehen hat bisher. Jonas Hoffmann. Eckball. Die nächste Ecke. Die ist nicht schlecht. Aber die geht komplett durch und das gibt einen Einwurf für die Borussia aus Dortmund.
ist doch nix. Aubameyang. Klasse gemacht, Aubameyang, klasse gemacht. Aber hinten ist natürlich alles dicht. Lecky, der ist schnell. Den können sie nicht aufhalten. Aber gerade noch so verhindert. Reus. Marco Reus, den können sie nicht aufhalten. Den können sie einfach nicht aufhalten, doch können sie. Na, schlechter Ball. In der zweiten Halbzeit muss auf jeden Fall etwas mehr Kreativität im Offensivspiel vorhanden sein. Sonst könnte das hier noch wirklich 0-0 geben. Und das war die erste Halbzeit. Da muss ich auf jeden Fall was ändern. Mir hat Hoffmann zum Beispiel überhaupt nicht gefallen. Deswegen bringen wir Aubameyang auf die rechte Seite. Und Reus in den Sturm, ins zentrale Mittelfeld, rückt dafür dann Castro. Der hat mir gefallen im letzten Spiel. Und wir stellen nochmal auf eine Dreierkette. Machen wir mal ein 3-5-2 hier. Reus mit Janusz. So. Castro geht hinter. Durm geht raus. Dafür kommt Pato vorne rein. Aubameyang rechts, Castro, Xhaka, Mkhitaryan, Janusz. Das passt eigentlich so. Bringen wir einfach noch Julian Weigel ins zentraldefensive Mittelfeld, damit er auch ein bisschen Spielpraxis sammeln kann und vielleicht sogar erfolgreich sein wird. Das wird man dann sehen. Aber hier Doppelsturm, Pato, Reus, klingt auf jeden Fall sehr gefährlich. Oh, Weigel mit der ersten schlechten Aktion. Oh, gut gemacht jetzt hier von Lex und Weidenfeller mit der ersten Parade nach 49 Minuten. Pato. Pato ist auf und davon. Pato! Abseits-Tor. Schade. Der erste Schuss von Pato landet im Netz, aber er war 1-2 Meter zu weit vorne. Das ist ein Foul. Aber keine Karte für Mats Hummels. Pato. Jetzt kann es schnell gehen. Kontermöglichkeit. Pato, der ist noch schnell. Der ist noch schnell. Der ist noch fit, aber der Ball kommt nicht vorbei. Matip da sehr gut dazwischen gegangen. Der Bruder vom Schalker Innenverteidiger Joel Matip. Hummels super dazwischen gegangen. Ui. Morales Hinterseher und da ist der Pfosten im Spiel. Jetzt müssen wir aber aufpassen, sonst wird uns Ingolstadt hier noch gefährlicher, als sie sein sollten. Mkhitaryan geht da ganz locker vorbei. Schlecht gemacht. Jetzt die Möglichkeit hier. Reus hat sich davon gestohlen.
Der Pass war dann schlecht, der auf Pato gehen sollte. Wir müssen jetzt wirklich totale Offensive gehen, denn sonst wird das hier nichts mehr. Mit den 3 Punkten gegen sehr defensive Ingolstädter. Jetzt hier Aubameyang, der hat jetzt natürlich Platz. Aubameyang und wieder Özkan. Reus zieht in die Mitte. Abgefälscht. Wieder Özkan. Jetzt ist der Druck auf die Ingolstadt natürlich enorm. Aber wir schaffen es einfach nicht, da wirklich durchzukommen. Noch 10 Minuten auf der Uhr. Dann geht's in die Nachspielzeit und dann könnte das auch alles schon wieder vorbei sein, dieses Experiment hier mit dieser Dreierkette. Und jetzt hier Reus komplett alleine. Wieder Özkan. Ich verzweifle an diesem Typ. Okay, da wollten wir passen, aber es hat nichts gemacht. Wahrscheinlich wurde Pato da zu arg bedrängt. Und wurde einfach nicht als Foul gepfiffen, obwohl es eins war. Und das ist abseits. Jetzt etwa, da ist es! Kurz vor Schluss. Mkhitaryan. Gut gemacht von Reus. Hat er das Auge, dass Mkhitaryan da wieder kommt. Und dann ist er komplett alleine. Und hat auch Glück, dass da kein Bein noch dazwischen ist. Und dann macht das. Das so wichtige 1:0 in der 88. Minute, meine Damen und Herren. Könnte jetzt sogar noch das 2:0 kommen, vielleicht. Jetzt stehen sie natürlich, oder müssen natürlich hinten alles aufmachen. Das kann dann die Möglichkeit sein für uns, da nochmal zuzuschlagen. Aber das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Özkan hier, Levels und Pato klärt zum Einwurf. Und das war's. Sieg dank Mkhitaryan. Und wir sehen uns in der nächsten Partie. Hoffentlich dann mit mehr Toren und ein bisschen erfolgreicherem Fußball. Adios, bis dann und ciao.